Was geht, Freunde? Willkommen zurück hier auf dem Kanal App Gaming und bei Lords Mobile. Heute ein kurzes Quickie-Video hier während des KVKs, der schon 3-4 Stunden zugange sein müsste, während ihr das Video seht. Bevor ich auf die Themen heute eingehe, schauen wir uns erstmal die aktuellen Events an. Da ist ja ordentlich am Abgehen. Wie ihr sehen könnt, während ich das Video aufgenommen habe, das war gestern Abend, da war das KVK-Event noch nicht zugange. Jetzt, wo ihr das seht, ist es schon zugange. Dann in 2 Tagen wird das Gilden-Event gehen. Da wird es nochmal ein separates Video zu kommen. Das ist ein richtig krasses Event. Lasst euch das mit eurer Gilde nicht entgehen. Da gibt es so geile Belohnungen. Heute werde ich im Hintergrund, während ich gleich mit euch die Themen durchgehe, ein Kisten-Opening machen. Ihr seht, ich habe da schon einiges zusammengespart. Und dann haben wir auch nochmal über 200 Gildenkisten hier. Die werde ich jetzt gleich langsam Stück für Stück öffnen. Quasi was auch fürs Auge im Hintergrund sieht. Mein Ziel war es da, dass ich endlich mal über die 80.000 Kristalle komme. Das werden wir gleich auch schaffen. Aber dazu will ich auch nicht so detailliert drauf eingehen. Und zwar, was sind die Themen, die ich heute mit euch sprechen will? Erstens, was für Videos werden zu dem Update kommen? Ihr habt ja mitbekommen, es ist ein riesengroßes Update gekommen mit neuen Events, wie man seine Truppen aufstellen kann, viele neuen krassen Forschungen, wirklich richtig krasse Forschungen. Da wird es natürlich Videos zu geben. Und zwar werde ich morgen oder übermorgen ein Video rausbringen, wo ich einfach nur mit euch die einzelnen neuen Forschungen durchgehe. Dann wird natürlich auch ein Video zu den neuen Gilden-Events kommen. Und natürlich dann, sobald ich es geforscht habe, auch, wie man die Truppen aufstellen kann. Da muss ich ja erstmal hinkommen mit meiner Forschung. Ich kann ja schwierig was dazu erklären, wenn ich im Hintergrund nicht das auch zeigen kann. So. Worum es heute noch geht, ist, ich werde auch ein bisschen gleich über meine Gildenvorstellungsserie reden, die ja wirklich richtig gut angekommen ist. Genauso habe ich mir das vorgestellt, Leute. Echt vielen Dank dafür, aber dazu gleich mehr. Und wenn da noch Zeit bleibt, gehe ich vielleicht auch noch ein bisschen auf das Video im Hintergrund ein, beziehungsweise auf das Opening. Wir haben ja gleich noch ein paar krasse Kisten zu öffnen. So, aber ich darf hier keine Zeit verlieren. Zum ersten Mal... Was ist mein Ziel beim KVK gleich? Ich werde, sobald ich das Video hier fertig gemacht habe, mir 5 Hives aussuchen. Ich habe mir 5 Verleger gekauft mit Gildenpunkte und werde dann jeweils zu diesen Hives porten und hoffen, dass ich über 2 Millionen Punkte ungefähr komme. 1,8 Millionen braucht man, um das Solo-Event abzuschließen, und mein Ziel ist es so, 2,1 Millionen bzw. 2,2 Millionen Punkte zu erreichen. Ob ich das dann schaffe, werden wir dann sehen. Inwiefern ich das in Videos festhalte auch. Ich werde natürlich aufnehmen. Nur mal gucken, wie spannend das ist. Auf jeden Fall wird es natürlich wieder ein Video geben mit den besten Kampfberichten und so weiter und so fort. Aber das werdet ihr dann im Laufe der nächsten Woche sehen, was da alles so kommt. Was ich euch auf jeden Fall noch als Tipp mitgeben kann, sucht euch ein wirklich allgemeines, gutes Ausrüstungsset. Skillt um. Benutzt nicht so viele Zufallsverleger, kauft euch lieber 1-2 Verleger und sucht euch richtig geile Hives aus und portet dahin mit Zufallsverlegern. Das kann man am Ende dann nochmal machen, wenn man keine Verleger mehr hat oder der KVK schon fast zu Ende ist. Da kann man nochmal ein paar Zufallsverleger auf den Kopf hauen, aber an sich bringt das nichts, weil man eh nur Burgen finden wird, die keine Truppen haben. Es ist sehr selten, dass man mit einem Zufallsverleger irgendwo hingeportet wird, wo da noch wirklich Action ist und wo es dann auch einen wirklich weiterbringt. Also wirklich, legt euch ein paar Verleger zu und sucht euch geile Plätze aus und portet dann dahin. Das bringt euch viel mehr. Das habt ihr auch bei meinen letzten KVK-Videos gesehen. Da habe ich ja den Fehler selber gemacht. So, und jetzt nochmal zur Gildenvorstellungsserie hier auf meinem Kanal. Also wirklich nochmal vielen Dank, Leute. Ist wirklich mega geil, die Serie angekommen. 20 Likes, fast 500 Aufrufe hat das Video schon. Es ist richtig geil. Und auch die Gilde, die ich vorgestellt habe, hat neue Bewerbungen bekommen. Also wirklich für jeden was dabei. Wir haben eine neue Gilde kennengelernt und konnten mal so ein bisschen gucken, wie sich eine andere Gilde aufbaut. Und die Gilde hat neue Bewerber bekommen. Also von dieser Serie haben alle Parteien was. Und die wird natürlich auch fortgesetzt. Wahrscheinlich kommt schon nächste Woche das nächste Gildenvorstellungsvideo. Lasst euch da überraschen. Ich muss gucken, wie ich das zeitlich mit den Videos hinkriege, weil jetzt durch das Update bin ich euch natürlich noch ein paar andere Videos schuldig. Muss ich gucken, ob ich das da gut untergebracht kriege. So, das sollte es dann auch so viel dazu sein. Wie gesagt, zum Update wird auf jeden Fall
ein Video zu den Forschungen kommen. Das wird schon lang genug dauern. Das sind ja so viele neue Forschungen. Dann werden wir die gemeinsam durchgehen. Und ich werde auch ein paar Sachen zu sagen, welche Forschung ich besonders sinnvoll halte, die man als möglichst erstes forschen sollte und welche Forschungen jetzt nicht so sinnvoll sind. So Forschungen wie die Lazarettkapazität erhöhen, das ist natürlich mega geil, das sollte man forschen. Aber jetzt das Reisetempo brauche ich jetzt nicht unbedingt geforscht, sage ich mal. Zumindest ist kein besonderer Drang danach. Und das werden wir dann in dem Video zusammen durchgehen. Dann wird noch ein Video dazu kommen, was überhaupt das neue Gilden-Event ist. Das wird ja in 2 Tagen freigeschaltet. Dann werden wir uns das mal zusammen angucken. Ich sag euch nur, ich habe es in einem chinesischen Video gesehen. Die haben da ja so einen anderen Server. Und da ist das irgendwie schon eher geupdatet worden. Irgendwie 5 Tage eher als bei uns. Und da habe ich mir jetzt schon mal so angeguckt, was für ein Event das ist. Und ich sag euch, das Event ist richtig krass, Leute. Boah, man kann da so geile Belohnungen kriegen, aber das werdet ihr dann in 2 Tagen sehen, beziehungsweise einem Tag. Schauen wir hier mal im Hintergrund, was ich für Sachen bekommen habe. Jetzt nichts Besonderes hier. Diesen Heldentruhen habe ich eh irgendwie. Ich gucke immer, wenn ich die Heldentruhen aufmache, ob ich irgendwas bekomme, aber sie gebrauchen kann. Aber es hat mir irgendwie noch nie was gebracht. Keine Ahnung, ob man da nur Sachen kriegt für Helden Rang 1 und Rang 2. Hier, das wusste ich noch, das müsst ihr euch jetzt mal gleich angucken, bei den legendären Heldentruhen, da wusste ich bis gestern nicht, wo ich das Video aufgenommen habe, dass man da Medaillen bekommen kann. Die meisten von euch werden das wahrscheinlich gewusst haben, aber ich nicht. Ich habe da 2 Sturmweiser-Medaillen bekommen, wie ihr jetzt auch im Hintergrund seht, und ich dachte mir so, what the fuck, man kann da echt Medaillen kriegen. Meine Frage jetzt wäre, kann man da auch Medaillen kriegen von Pay-Helden? Also Helden, die man sich eigentlich kaufen muss? Wahrscheinlich nicht, oder? Schreibt es mir mal in die Kommentare. Vielleicht hat ja jemand da schon mal eine Beobachtermedaille gekriegt oder keine Ahnung. Wäre auf jeden Fall krass. Eigentlich ist natürlich das wirklich Interessante hier die Materialtruhen gewesen. Aber da war jetzt nicht wirklich was Brauchbares drin. Ihr müsst euch mal überlegen. Es waren jetzt 36 Kisten und ich habe nur 2 Mal selten bekommen. Ist jetzt nicht so eine fette Ausbeute, oder? Naja, aber Platin kann ich gut gebrauchen. Habe ich 3 Mal gewöhnlich gekriegt. Das brauche ich, um, wie gesagt, die Mondflöten höher zu machen. Habe ich auch noch ungewöhnlich Platin gekriegt? Weiß ich jetzt gerade gar nicht. Ja, 2 Mal ungewöhnlich. Also so schlecht war das Materialtruhen-Opening dann doch nicht. Naja, aber wirklich begeistert war ich jetzt auch nicht. Das könnt ihr euch sicherlich vorstellen. So viele Kisten davon gespart und nichts gekriegt im Endeffekt. So, und viel was hier hochstufen kann ich auch nicht. Ich kann die Inselreliquien hochstufen, aber da brauche ich Sachen, die ich dann auch für die Mondflöte brauche. Und deswegen mache ich das nicht. Das war das Quickie-Video hier während des KVKs. Wir hören uns morgen wieder, wenn wir die Forschung gemeinsam durchgehen. Das Video wird auf jeden Fall lange gehen. Vielleicht schneide ich das auch in 2 Teile. Aber das werdet ihr ja dann sehen. Haut rein!